Gummibärchens und ping erstmal. Heute war kein Bier, heute die gute Rumpelminze. Da können wir uns gleich mal einen hinterher kippen. Gerade kein Bier mehr im Haus, ist mal schlecht, ne? Aber für das, was ich heute reviewe, brauche ich auch härtere Geschütze auf jeden Fall. Denn die Rede ist von der Three-Way-Split von Reckless Magma, Clit Eater und Last Days of Humanity. Grüße gehen schon mal raus an all die Jungs, ne? Vor allen Dingen aber an den Joost von Clit Eater, weil ohne den hätten wir Kadaverficker das Studio nicht gefunden. Soundlodge, da bin ich ihm heute noch dankbar für, tatsächlich. Und ja, letztens war ich ja beim Marco von Rock'n'Roll Rex oder Kunz oder wie auch immer, er hat viele Namen. Und er hat mir die in die Hand gedrückt und meinte, mach da mal ein Review von. Und da dachte ich mir, ja klar, okay, Three-Way-Split, alles gute Jungs, hat man auch schon immer mal mitgespielt. Nur mit Last Days of Humanity noch nicht. Grüße gehen trotzdem raus. Was haben wir hier drauf? 3 Bands, 19 Songs, ja. Und wenn man hier reinguckt, schön grünes Vinyl. Das finde ich ja zum Beispiel immer schön, ne? Wenn das hier schön fantastisch aussieht. Jetzt fragt man sich, 3 Bands auf eine Platte, ne? Wie geht das? Ganz einfach, da ist nicht irgendwie 2 Bands auf der einen und eine auf der anderen. Nein, es sind alle auf einer Seite. Ja, und was ist mit der B-Seite? Die ist leer. Da ist nichts drauf. Das ist eine plane Fläche. Keine Rillen, wie ihr seht. Das ist eine einseitig bespielte Lp. Und wie die klingt, das hören wir uns jetzt mal an. Bis gleich. So, als erstes auf dieser LP befindlich sind Reckless Magma und der Song heißt Fingerbang Orangutan. Was erwartet man von Reckless Magma, ne? Wenn man die Band nicht kennt, dann kann man schon aufgrund des Namens ungefähr erahnen, was es denn wohl sein mag. Wenn man die Band kennt, dann weiß man ganz genau, groovigen Gore Grind. Fett produziert tatsächlich. Und sehr raging Vocals. Also, ne? Immer schön abwechselnd. Grunzi, grunzi und dann wieder. Sehr schön gemacht, auch hier mit Beileger. Ja, da stehen jetzt keine Lyrics oder sowas drauf, sondern nur so ein paar Infos zur Band und hinten drauf nochmal ganz einfach die Logos. Why not? Was ist da noch drin? Ah ja. Ist noch, oh, da habe ich noch was später für euch. Ja, wenn ihr dran bleibt, habt ihr das später in Händen oder auf euren iPhones oder was auch immer. Unten schöner Reckless Magma. Mini-Heckscheibenaufkleber oder so, könnt ihr euch auf Heckscheibe kleben oder aber auch auf die Klobrille, das bleibt ganz euch überlassen. Ja, fetter Sound, sehr gut. 5 Songs von Reckless Magma, 6 Songs von Clit Eater und gleich 8 Songs von Last Days of Humanity. Und Last Days of Humanity, die sind ja auch ein bisschen noch schneller unterwegs, ne? Und noch ein bisschen knüppeliger und noisiger. Aber wir sind jetzt gerade bei Reckless Magma, das war der erste Song, jetzt kommen 2, ja, Human Hysteria. Und nichts geht ohne Samples, ne? Man muss in dieser Art von Musik Samples haben. Auch schön, so ein bisschen so D-Beat-Einflüsse drin, rock'n'rollige Sachen. Das finde ich ja geil bei so einer Musik, das kann ich mir mal gut geben, wenn das so groovig, rock'n'rollig, grindig, D-beatig ist. Das ist ein sehr langer Ausdruck jetzt gewesen, ich weiß. Aber wir haben ja auch Rumpelminze, ne? Und die muss auch gekillt werden. Ping. Auf Reckless Magma. Aber ihr wisst ja schon, worauf das hier ausläuft, ne? Da verändert sich jetzt nicht mehr viel im Stil. Das ist halt rock'n'rolliger Groove Gore Grind. Ja, mit so ein bisschen kleine Lüppity Grind-Einlagen, Punk-Einlagen, Punk. So, aber wir wollen ja auch die anderen hören. Hören wir jetzt mal Clit Eater. Ich hoffe, ich finde das hier, ich halte das hier auseinander, weil da sind ja 19 Songs drauf und das ist immer schwierig mit der Rille zu suchen. Ne? Aber wir finden das schon. Hören wir jetzt mal in Clit Eater rein. Ne? Bis gleich. So, jetzt Clit Eater, meine Damen und Herren. Oh.
Also ein bisschen rumpeliger produziert. Da sind Reckless Magma von der Produktion ein bisschen weiter vorne. Es ist rumpeliger, ne? Aber ist auch nicht in den Soundlodge-Studios. Ne? Ich mache nur mal Ping und dann gucke ich einmal, wo das produziert ist. Muss man ja mal gucken, ne? So, Clit Eater haben aufgenommen, recorded by Goose Giamberisi at the Grind Cave Rehearsal Room. Ah, okay. Und schon im Januar 2018. Die Platte ist aber neu. Also die ist dieses letztes Jahr rausgekommen, also die ist noch nicht so alt, ne? Und also schon ein bisschen, hat schon ein bisschen was auf dem Buckel, die Songs, die die aufgenommen haben. Im Januar 2018, meine Güte, 2,5 Jahre schon alt. Und die sind auch ein bisschen knackiger, was Spielzeit angeht. Ne? Aber es ist ganz lustig, man schraubt sich von der Spielzeit von eher ein bisschen länger auf kürzer, auf ganz kurz runter jetzt. Ja, das ist einfach totale Grind-Zerstörung. Ne? So, lesen wir hier vor. Das finde ich ganz lustig, was sie hier geschrieben haben. Vielen Dank to our favorite German and most sexy guy on the planet, Marco Bratwurst Kunz, for releasing this split album. Thanks for the patience. Ah, okay, war wohl ein bisschen länger geplant und wir sind hier aus dem Schweiß gekommen. Also thanks to our longtime buddies of Reckless Magma and Last Days of Humanity. Special thanks goes out to Goss for recording the songs while the temperature was below zero inside the room. Oh, okay. Sehr erschwerte Bedingungen. Last but not least, we wanna thank Tommy for the layout and of course you for buying this album so Marco can continue to give us schnaps while we meet him on a festival or club show. Stay loyal to the Clits. I will. Ich bleibe euch auf jeden Fall treu ergeben und wenn wir uns das nächste Mal sehen, wenn Corinna vorbei ist, dann trinken wir auch wieder ganz viel Schnaps. Ja, schöner, erdiger, genau, das trifft's ganz gut. Schöner, erdiger Gore-Grind, Stuff, Zeus, ne? Schön gespielt. Und jetzt gehen wir nochmal zu Last Days of Humanity rüber. Bis gleich. Ja, das Last Days of Humanity, meine Damen und Herren. Last Days of Humanity. Da wird der ganze Chaos- und Noise-Faktor nochmal ein bisschen höher geschraubt. Aber wie ggesagt, man steigert sich, ne? Von wohlstrukturiert zu strukturiert zu Chaos einfach. Und Last Days of Humanity, für mich ist das immer Chaos. Lustig, aber was mir auffällt bei den älteren Songs oder den älteren Platten, die aufgenommen haben, hatten die immer so eine Blechsnare, so ein Tang, 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 Tang. Und das ist da jetzt eher verwaschen und normaler, wenn man das so will. Ist halt, das ist richtig nur Grind. Das ist nur Grind. Da gibt es kein Vertun, da ist kein vorne, hinten, rechts, links, irgendwas. Das ist einfach Grind in your fucking face. Da sind auch keine Stile gebischt, das geht einfach nur straight nach vorne und ballert dir voll in die Fresse, bis der Sack leer ist. Hört er ja selber, ne? Wir machen nochmal Ping hier. Ja, und während Last Days of Humanity so vor sich hin ballern, haben die auch noch irgendwie lustige Liner Notes? Ne, haben sie nicht. Recorded at die Tonmeisterei in Oldenburg. Ach, guck mal. Im Herbst 2019. Ja, nicht Soundlodge, aber gut. Sind die Holländer mal rübergefahren nach Oldenburg, ne? Kann man ja auch mal machen. Übrigens alles drei holländische Bands. Ja. Da fliegen die Löcher aus dem Käse. In diesem Sinne sage ich, stay grindcore, stay heavy und stay fucking brutal. Zu viel Internet ist ungesund, zu viel Grindcore niemals. Macht alles kaputt. Ich sag tschüss und viel Spaß noch. Ne? Tschüss. Jetzt abschalten, ne? Tschüss. Abschalten. Abschalten, abschalten. Ah, sehr gut. Du bist dran geblieben. Das wird natürlich belohnt, weil derjenige, der dran geblieben ist und jetzt schnell genug ist, der kann sich diese schöne Hüp umsonst downloaden. Hier, macht er euch kurz einen Screenshot. Oder pausiert das Video
Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Download-Code. Und jetzt aber tschüss, ne?